Herr Präsident! Ja, es ist gut, dass Nord und Süd sich wieder zu offiziellen Verhandlungen treffen. Denn Not und Armut kennen ja bekanntlich keine Grenzen. Leider musste die Organisation Ärzte ohne Grenzen ihre Aktivitäten in Nord-Darfur einstellen, obwohl sie dort seit 1985 höchst erfolgreich tätig war. Die Ressentiments gegen westlich, ja sagen wir doch klar, christliche Nächstenhilfe wird unverantwortlich auf dem Rücken der eigenen Bevölkerung ausgelebt. Radikaler Islamismus im Norden, wackelige Verwaltung im Süden, Stellvertreterkriege von sogenannten Stammeskriegen und letztlich egoistische Interessen diverser Staaten, wie zum Beispiel China, an der Ausbeutung der Rohstoffe sind die Ursachen, dass diese gequälte Region nicht zur Ruhe kommen kann. Die Schlussfolgerung ist daher klar und sollte lauten: Europa muss hier eine aktive und führende Rolle in dieser Region übernehmen. Besten Dank.